So, liebe Freunde, wir sind gerade hier im Paton. Es geht jetzt gerade um Folgendes, um ein Challenge. Ottmann und Abus gegen Sufian und Dennis. Es geht um Folgendes, wer am längsten aushält. Also es geht nur darum, wer am kitzeligsten ist. Ich sowieso hätte schon längst verloren, deswegen bin ich der Referee jetzt. So, stellt euch mal vor. Hi, Ottmann, Abus. Es geht nur darum, die müssen ihre Füße da rein tun, wo die Fische sind. Dennis und Sofian. So, es gibt, der Verlierer bezahlt. Und bezahlt gleich Essen. Und eins. Essen ja oder nein? Ja, eins, zwei und drei. Füße rein. Rein. Rein, ganz tief. Ganz tief. Hallo. Hallo. Ray Jungs, ich breche ab. Ich breche ab. Wer nicht rein tut, hat schon direkt verloren. Okay. Eins, zwei, drei. Ganz tief. Ganz tief. Ganz tief, ganz tief. Warte, aber Ottmann und so Abo sind ja noch nicht da. Bei dir sind die noch nicht da. Ottmann, wackel nicht so viel. Abus, du schummelst. Abus. Boah, die sind alle bei Sufian. Irgendwie seine Füße stinken, Alter. Hey, ich glaube, seine Füße sind am meisten am stinken. Hey, hallo, zickt nicht. Wir sind gerade vom Essen gekommen. Boah, Bruder. Jetzt haben wir hier draußen einen süßen Hund gefunden. Und jetzt hat der Abo kurz entschlossen, dass wir dem Hund was zu essen und was zu trinken holen. Ich weiß nicht, ob das Schweinefleisch ist oder nicht, aber für Hunde gibt es kein Gesetz, ob Halal oder Haram. Hauptsache der Arme, der hat mir so lieb angeguckt. Ich guck mal, ob der erstmal Hunger hat. Guck mal, wie los. Oh, der Arme. Guck mal, wie schnell der ist. Ja, warte doch mal. Warum machst du denn böse Augen? Soll man den Wasser holen? Komm mal hier hin. Sonst machen die Ärger. Komm mal, klein Mann. Weil der war so komisch am Sabbern. Soll ich nach einer Schüssel fragen wegen Wasser? Nein, 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 nein. Ich hab schon alles geklärt. Weißt du, was das Problem ist? Wir haben gerade das Essen zurückgelassen. Boah, jetzt kommt der Nächste. Oh, da kommen jetzt alle, Bruder. Echt? Ja, Mann. Hauptsache, die lassen mich. Komm, dann gib mal. Ich glaub, das ist noch ein Welpe. Der sieht so voll schlaksig aus, weißt du? So. Ja. Ich kann euch keinen. Okay, ich nehme auf, geh du zum anderen. Ich hab jetzt. Der hat mal Angst, ja. Gib den anderen, bist du bekloppt hier? Warte, ich trinke erstmal Wasser. Wenn ich tu das nicht in die Ecke, sonst fällt das runter. Hat was jetzt? Hey, trink dein Wasser jetzt. Hallo, es gibt nichts mehr zu essen. Komm mal. Warte, hier hat man jetzt kurz das Geld. Komm her. Sag mal Hallo nach Deutschland. Das sind doch Arme. Ja. Und du? Ah, ja. Der ist auf jeden Fall noch ein Welpe. Na, oh, der traut sich nicht. Jetzt. Der ist kein Schwein, das ist ja ein. Der ist kein Schwein. So, Ottmann guckt gerade neugierig. Kannst du mal bitte festhalten, Ottmann? So, liebe Freunde, spezielle Beinarbeit, Training. Für Leute, die auch in Deutschland gerne diese Beinskills haben und diese Beweglichkeit und Koordination, empfehle ich euch ganz einfach, wie wir als kleine Kinder gespielt haben, mit einem Tennisball. So sieht's aus, Dennis und Sophia lernt das gerade. Erstmal ein Profi. Profi. Und jetzt, und da ist Sufian, der lernt das gerade. Es ist ja nicht schlimm, man fängt immer von null an, aber er macht sich gut. Guck mal, leichter als die Beine noch mehr beweglicher. Hopp, wenn du mit rechts gegen rechts, links, links, vorne, 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 vorne. So, das ist Koordination und das ist man lohnt. Also ich mit dem Spanien Schlacht. Ihr könnt ja sehen am anderen Boden, wie viel ich geschwitzt habe. Wie sehr das tropft. Das ist pure Schweiß. Das ist mal Fettverbrennung. Und zum Beispiel guckt der Ottmann, wie sauer er guckt. Warum lachst du? Ich weiß, euch gerne mal vorhin bösam gucken. Guck mal noch. Ja, der Arme, der ist blass. Dem. Er hat zu viel Sonne geplatzt. Hände. So. So, Ottmann, ich habe kaputt von zwei Leuten vom Training. Jetzt muss ich sogar für Ottmann Tür aufmachen. Das muss Roberto, welcome. Thank you, thank you. Wir hatten heute zwei harte Trainingseinheiten. Erste Platzeinheit mit Roberto Flamingo und danach Pooltraining.
Und jetzt ein bisschen ausruhen und gleich nochmal drehen. Hier kein Radio. Chillen wir ein bisschen, aber es liegt schon noch das Freitagsgebet. Wenn die Leute auch hier nicht lernen, so viel willkommen. Mein Wenigkeit, ich zeig euch mal ein bisschen den Ausblick. Und steht direkt am Meer. Heute nach Freitagsgebet. Das ist der Ausblick von dieser Muschel. Wenn der noch rausguckt, diese Insel. Schön da aus. Angelo, was sagst du dazu? Top. So, liebe Freunde, unsere Reise ist nun zu Ende. Wir befinden uns jetzt gerade im Flieger über Düsseldorf. Erzähl mal was. Ich bin froh, zu Hause zu sein. Ich auch, ich kann diese Thais gar nicht mehr sehen, diese Sprache gar nicht mehr hören, diese Reis mit Ananas gar nicht mehr essen, diese Tony gar nicht mehr sehen. Ja, und diese Flugzeuge. Ja, diese Flugzeuge, die dreimal umsteigen. Sag mal. Ja, guckt euch mal das mal an. Ich weiß, ob wir überhaupt ankommen. Jetzt im Kinder. Die Leute, die ich fühle, ja. Die wollten ja auch. Die Kinder aus das. Sitzen hier seit ein paar Stunden. Wir haben heute frei. Heute war ein bisschen schlechtes Wetter. Ottmann ist weg. Abus ist weg. Abu. Wir trauern ein bisschen. Ottmann und Abus. Nun, die haben auf jeden Fall. Sehr stark. Jetzt geht's mir besser. Sie sind weg! Abus, alles okay? Spannend. Ich weiß nicht, wie das Wetter bei euch ist. Aber bei uns ist es richtig sehr leicht und richtig schwül. Freunde, ich habe gar keinen Bock, in die Kabine zu gehen. Ich habe super Short gefunden. Ich glaube, nirgends in Deutschland, wenn man die findet. Hallo. Bleib da. Ich teste einfach mitten in der Flur. Passt perfekt. No, no problem. No problem. Lady. Okay, this is no only undercover. Mach aus, Mann. Okay, Jungs, da sind wir wieder. Das Spiel von Merbek und Abu ist jetzt zu Ende gegangen. Spiel. Mach einen Zug. Nicht mehr lange, dann steht der Gewinner fest. Hey Leute, hört lieber auf zu spielen, sonst ist die Freundschaft in Gefahr. Boah, wir sind Brüder, wir sind keine Freunde. Aber Fakt ist, ich hab gewonnen. Egal, was du jetzt machst, du hast verloren. Nee, ich kann nicht verloren, Bruder. Mach doch. Was heißt ich verloren? Ich hab verloren, Bruder. Ja, mach, ich sag dir. Keine Chance, Bruder. 0%. 0%, Bruder. Wenn ich jetzt. Du hast gewonnen, Albert. Warte. Gewinnst du? Nichts. Wirst du gewinnen noch? Aber ich hab nicht verloren, Ja, aber gleich. I can
you can make going 1-1 and echo. You cannot win. No, he can't win anyway. Also, if he have 10 of them, maybe 10. But with these two, he cannot. Brother, he lose, but he is not a loser. I know, my brother is very strong. No way, brother. Der hat verloren, Bruder. Wallah, der hat nur so starke Stolz. Man, wo hab ich verloren, Bruder? Wie geht das, Bruder? Das Spiel! Na, wie hab ich verloren, Bruder? Wie kannst du mir sagen? Dann zurück, mach zack! Jetzt, Bruder, gewinnst du, wenn du diese Schacht nimmst? Ja, aber zwei, was gewinnt? 2 zu 1. Bruder, 2 zu 1. Spiele. 2 zu 1. Ja, spiele, Bruder. So, oh, komm. Nix, 2 zu 1. Nix, Bruder. Spiele. Was, wenn du den warte. Warte, du musst essen. Was muss ich? Du hast gesagt, du musst essen. Nein, du hast gesagt, ich darf nicht. Nein! Bruder, warte! Nein! Du hast ganze Zeit gesagt, du musst essen. Nein, ich hab gewonnen. Bitte, Bruder. Warum muss ich da auf? Ich muss essen. Er hat ganze Zeit nicht.